gratuliere der Stadt Karlsruhe zu diesem ganz tollen Jubiläum und auch zu den vielen tollen Veranstaltungen. Was mir besonders imponiert ist, dass es der Stadt gelungen ist, über das ganze Jahr hinweg die gesamte Region auf die Beine zu bringen, nach Karlsruhe zu kommen, mit ihnen gemeinsam zu feiern, Aktionen zu machen. Es sind ja mehrere Wochenenden, an denen die Städte und Gemeinden sich dort präsentieren können. Ich glaube, eine bessere Plattform für die Technologieregion und für die Region kann man eigentlich gar nicht haben. Ich bin Bürgermeister in der Doppelgemeinde Elchesheim-Illingen, direkt am Rhein zwischen Karlsruhe und Rastatt liegend. Ich freue mich für den Stadtgeburtstag 300 Jahre Stadt Karlsruhe. Das ist ja nun wirklich, abgesehen in Anbetracht der Größe dieser Stadt, ein recht junger Geburtstag. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ja alle, dass Karlsruhe, insbesondere was das Recht angeht und die Demokratiegeschichte unserer Republik, ein ganz wichtiger Ort ist. Und ich freue mich vor allen Dingen, Karlsruhe hat natürlich für uns als Oberzentrum eine ganz wichtige Funktion. Wir haben eine ganze Menge von Pendlern, die hier in der Technologieregion arbeiten, aber natürlich auch nach Rastatt pendeln. Und so ist es für uns nicht nur eine Selbstverständlichkeit, dass wir an diesem Geburtstag auch unseren Beitrag leisten werden und freuen uns auch weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit unserer Partnerstadt und Europastadt Karlsruhe. Ja, grüß Gott, mein Name ist Siegfried Scharf, bin Bürgermeister der Gemeinde Steinmauern, das Dorf an Murg und Rhein. Und ich denke, bei so einem Jubiläum wie jetzt heute hier in Karlsruhe, wo man auch mit dem Fahrrad hierher fahren kann, da zeigt sich wieder, in was für einer wunderschönen Region wir leben dürfen. Ja, mein Name ist Frank Kiefer, Bürgermeister der wunderschönen Gemeinde Hötigheim und wir sind heute eingeladen, den Landkreis zu repräsentieren, den Landkreis Rastatt, und das machen wir gerne. Unsere Gemeinde hat so viel zu bieten, zu zeigen und vor allen Dingen, ich glaube, das ist unser größtes Kapital, was wir haben. Wir haben eine hervorragende Dorfgemeinschaft, ein hervorragendes ehrenamtliches Engagement. Dazu zählen auch die Volksschauspiele. Ich bin Dezernatsleiter im Landkreis Rastatt, unter anderem auch zuständig für Verkehr, Tourismus und Wirtschaft. Wir freuen uns ganz, ganz stark, dass wir hier den 300. Geburtstag der Stadt Karlsruhe mitfeiern dürfen. Der 200. war ja nicht möglich, da war ja der Erste Weltkrieg. Und für uns war es selbstverständlich hier total regional, dass wir uns hier mit integrieren, weil Karlsruhe gehört zur Region, ist der Mittelpunkt der Region und wir gehören auch zu Karlsruhe ein Stück weit. Insofern war es selbstverständlich, dass wir mit zwei Veranstaltungen hier uns entsprechend präsentieren. Natürlich gab es auch einen anderen Hintergrund. Wir wollten natürlich auch für die Naherholungstouristen, sprich sehr schnell und beständig mit der Stadtbahn von Karlsruhe raus in die Region, wollten wir die Besonderheiten oder auf die Besonderheiten unseres Landkreises, unserer Region Mittelbaden hinweisen.